Guck dir den dürren Boy an, Mann. Können wir das Glas hochheben? So, das war bei den Choose a Weapon Game News. Wir schauen zur Woche vom 27. Juni bis zum 3. Juli an. Es kommt ein bisschen was raus, obwohl es Steam Sale ist. Das juckt die AAA Games nicht so wirklich. Am Dienstag, den 28.06. kommt Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Das passende Lego-Spiel zum Film, wie bei irgendwie allen großen Filmen mittlerweile. Es gibt immer ein Lego-Game und das gibt natürlich auch ein Lego-Game für den neuen Star Wars-Film, für so gut wie alle Konsolen da draußen. Falls ihr Lego-Fan sein solltet, und die Spiele sind ja im Allgemeinen nicht so wirklich schlecht, guckt es euch an. Und dann gibt es am Freitag, den 1.7. 7 Days to Die für die PS4 und für die Xbox One. Auf PC ist es aktuell in Early Access. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob da auch das Full Release rauskommt, aber es gibt es auch auf Steam auf jeden Fall. Und der Untertitel sagt eigentlich genau, was es für ein Spiel ist. Das Survival Horde Crafting Game. Ganz genau, Survival Game. Horden von Zombies, Crafting, das heißt, man kann Zeug craften, Basebuilding. Und ja, für alle Leute, die ein neues Survival Game suchen, sieht gar nicht schlecht aus. Und da gibt es ebenfalls am Freitag noch Star Ocean Integrity and Faithlessness. Das ist zwar ein awesome, viel zu langer Titel für ein JRPG. JRPGs, die sind nicht tot zu kriegen seit den 80ern und die gehen, glaube ich, auch nicht mehr weg. Deswegen, da kommt ein neues raus für die PS4 im Westen. Wenn ihr in Japan leben solltet, dann gibt es auch eine PS3-Version. Also, wie gesagt, für alle, die in Europa leben und nur eine PS3 haben und gerne das neue Star Ocean mittlerweile 5, glaube ich, spielen wollen, Pech gehabt. Ja, es ist, wie gesagt, ein JRPG, der 5. Teil mittlerweile. Und es hat ein Echtzeitkampfsystem, was nicht wirklich alle JRPGs haben. Und man kann bis zu 7 Charaktere gleichzeitig in seiner Party haben, was dann vielleicht irgendwann ein bisschen stressig wird. Ich weiß nicht, für Fans von Strategiespielen auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und wir gucken auch, was es bei den Indie-Games so gibt. Indie Now. Jo, bei den Indie-Games war nicht wirklich was los dieses Mal, weil es ist Steam Sale und beim Steam Sale kommen selten wirklich Spiele raus und die paar, die rauskommen, sind nicht so gut meistens. Also gibt es diese Woche nur ein kostenloses Spiel und das ist ein Flash-Game dieses Mal wieder und heißt Skeleton Garden. Und warum heißt es Skeleton Garden? Weil man irgendwie der Tod ist mit einer Sense und Skelette im Prinzip in den Boden pflanzt und dann wachsen da Skelettbäume und eben da sind dann Skelettkrieger dran und dann kommen Gegner und die bekämpfen sich und dann müsst ihr eben möglichst lange überleben. So ein bisschen ein Side-Scrolling Tower Defense Game, könnte man sich vorstellen. Ja, schaut euch einfach mal an, der Link ist unten in der Beschreibung und jetzt machen wir die News. Theme Sale News. Spooky News. Spooky News. Alle News von uns, sie folgt aus. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Steam Sales steht nicht nur vor der Tür, ist schon mittendrin und war im Gange. Bis zum 4. Juli um 18 Uhr EST, European Standard Time, sprich 19 Uhr, habt ihr Zeit, euch billig mit Games einzudecken, die ihr niemals spielen werdet. Dieses Mal gibt es, glaube ich, keine Flash-Sales, mindestens habe ich keine gefunden, aber ein Subreddit-Forum-Gedöns nennt sich Game Deals und die machen jeden Tag eine Liste mit einer Zusammenfassung von allen Spielen, die zurzeit im Angebot sind. Hat sich auch herausgestellt, dass Bundles nicht zwangsläufig günstiger sind, als die Spiele einzeln zu kaufen. Muss man halt doch seinen Taschenrechner, sprich sein Gehirn, einschalten und ein bisschen rumrechnen. Und last but not least, es könnte sein, dass Sony euch Geld schuldet. Und zwar, wenn ihr jemals eure PS3 mit Linux habt laufen lassen und das beweisen könnt. Seit circa 2 Jahren gibt es einen Lawsuit gegen Sony, der jetzt so weit ist, dass Sony auszahlen darf, wenn man nachweisen kann, dass man Linux oder ein anderes Third-Party-Betriebssystem auf seiner Konsole hat laufen lassen, bevor sie es trotz aller Versprechungen gecockblockt haben und euch ihr komisches PS3-Betriebssystem, was auch immer, aufgezwungen haben. Das war's an meiner Seite für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Auf Wiederschauen. Du hast gesagt, das war's an meiner Seite. Ja, war's ja auch. An meiner Seite, das war's. Ich habe ein Flash-Game, kostenloses Spiel, mehr gibt's halt nicht. Die Decken machst du. Das ist voll scheiße. Das ist halt ultra scharf, die ersten 30 Menschen, die du abstichst. Aber danach kannst du die im Prinzip wegschmeißen. Ich meine, es kam schon was raus, aber halt. Man kann sagen, das was rauskam, das ist da der Fachbegriff für Rotz. Die kleinen Kissen kein Thema, das machst du so. Fertig. Easy. Das andere muss ich reinbeugen und auf links halten, auf Spitze oder rein. Weißt du? Das ist wie so ein unförmiges Kondom über dem schlaffsten Penis aller Zeiten.